Manfred Schmidt, 4:1 Niederlage hier in Istanbul gegen Fenerbahce. Was ist dein erstes Resümee so kurz nach dem Spiel? Ja, ich denke, wenn noch irgendwas gehen hätte sollen, dann darfst du nicht so unfassbar unglückliches Gegentor bekommen innerhalb den ersten 10 Minuten. Und dann wird es natürlich schwierig. Das ist eine Mannschaft, die Riesenqualität hat, die sehr, sehr guten Fußball spielt, aber trotzdem muss ich meiner Mannschaft gratulieren. Sie haben 60 Minuten sehr, sehr gut dagegen gehalten. Und gerade in dieser Phase, wo wir eigentlich gut ins Spiel gefunden haben am Beginn, bekommst du dann wieder so ein dummes Gegentor, so wie auch schon in Wien. Und das zeigt uns halt, dass auf diesem Niveau solche Fehler einfach bestraft werden und die kleinsten Fehler bestraft werden. Und da müssen wir noch einiges dazulernen. Aber ich denke, dass sich die Mannschaft über 60 Minuten sehr, sehr gut präsentiert hat. Wie habt ihr die Mannschaft auf diese Stimmung und dieses Stadion vorbereitet? Weil die Spieler waren alle beeindruckt, klarerweise. Man spielt nicht in Österreich nicht jeden Tag oder jede Woche vor so einer Kulisse. Weil letztlich ist die Mannschaft dann doch relativ ruhig geblieben und hat die Nerven nicht geschmissen, selbst wenn es ganz heiß geworden ist. Ja, für uns war es wichtig, so wie Sie auch sagen, dass wir die Mannschaft darauf vorbereiten. Das haben wir getan, im Laufe der Woche sehr viele Gespräche geführt und ihnen auch mitgeteilt, dass sie dieses Erlebnis, dieses Stadion, diese Euphorie und diese Leidenschaft, die hier auf den Rängen stattfindet, sieht man wahrscheinlich in Europa nicht sehr, sehr oft, dass man diese Leidenschaft einfach erwidert auf dem Platz. Und das habe ich am Beginn durchaus gesehen, in den ersten Aktionen, in den ersten Spielszenen. Und ja, leider haben wir dann das dumme Tor bekommen oder zwei dumme Gegentore, das zweite aus einer Standardsituation. Und dann ist es natürlich schwierig gegen so eine Spitzenmannschaft, wenn man dann sieht, welche Spieler da noch eingewechselt werden und welche Qualität da nachgelegt wird. Aber trotzdem kann ich der Mannschaft nur sagen, dass sie das eigentlich ganz, ganz gut gemacht hat. Was kann man von seinem Spiel dann in der Nachbereitung lernen? Naja, in erster Linie ist es ganz klar, man hat gesehen, man muss einfach konzentrierter sein, man muss die Chancen, die man hat, nützen. Und wenn man schaut, wie viele Möglichkeiten wir hatten, weil die Spieler von Fenerbahce sehr, sehr hoch gestanden sind, wo wir die Bälle durchgespielt haben und teilweise, glaube ich, 8-mal abseits gestanden sind oder die eine oder andere Halbchance hatten, dann musst du einfach konsequenter werden und du musst halt 100%ig konzentriert sein. Dann kannst du auch in so einem Spiel bestehen. Jetzt geht es das nachzubereiten und schon einen Ausblick auf Klagenfurt. Wie werden die nächsten Tage gestaltet werden und wie bereitet man sich auf Klagenfurt vor? Ja, in erster Linie sind wir jetzt natürlich enttäuscht, aber ich glaube, jetzt am Freitag bei der Auslosung wird diese Enttäuschung schon wieder in Freude übergehen. Wir haben 6 internationale Topspiele, wir freuen uns auf eine schöne Gruppenphase. Ja, und die nächsten Tage werden jetzt einmal sein, zu schauen, wie schaut es aus mit verletzten Spielern, wie sieht es aus mit Müdigkeit. Wir werden heute die Nacht hier bleiben in Istanbul und dann morgen nach Klagenfurt reisen, dort das erste Training gestalten, je nachdem, wie fit die Spieler sind, wenn wir schauen, dass sie sich so schnell wie möglich regenerieren. Und dann wird es Richtung Klagenfurt gehen, Videoanalyse und die Spieler auf das Spiel vorbereiten, so wie wir das immer machen.